Das ist weiches Holz, okay. Ja, zwei Bäume gefällt und schon K.O. Alter Scholatzko, ey, du mich auch, ey. Ganz im Ernst. Der hält doch nichts aus, der kleine Mann hier. Der hält nichts aus hier, der Kollege. Das muss, glaube ich, hartes Holz sein. Ja, da brauchen wir auch schon ein paar Schläge mehr. Nee, normales Holz. Interessant, okay. Ja, bitte, bitte, komm, hau drauf da. Voll mit Schmack ist hier. Das ist so nervig, aber okay. Wo waren denn hier die Orangenbäume nochmal? Da habe ich die jetzt gerade abgeholzt. Ja, die kann ich gar nicht fällen. Das waren, glaube ich, die zwei hier. Die haben noch nichts Neues, okay. Habe ich eine Angel dabei? Nee, ne? Doch, habe ich. Dann gehe ich ein bisschen angeln. Wieder ein Krebs. Ja, warum auch nicht? Immer her mit den Krebsen. Na, wer kommt da denn vorbei? Und geht wieder. Vielleicht wollte sie alleine sein. Und ich habe sie gestört. Man weiß es nicht. So, komm, ein Krebs können wir dich noch gebrauchen. Dann muss ich meine Tiere gleich mal reinbringen.
Bevor es zu spät wird hier. Komm schon, let's go. Sehr schön. Wieder ein Krebs, wer hätte es auch geahnt? Da rennst du denn hier auf meiner Farm rum? So, meine Hübschen, rein in den Stall. Gott, die Steuerung mit den Dingern, das ist ja auch echt eine Kunst hier, das hinzukriegen. So, Nummer 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, da rein. Wenn du richtig viele Kühe hast, das wird ja auch ein Akt, du. Das Hin- und Her-Geschubste hier mit den Viechern. Habe ich den Hund schon einen Keks heute gegeben? Nee, ne? So. Katze kann ich da nochmal so. Dann können wir der Katze auch nochmal einen Keks geben. Achso, Holz. Nee, warte mal. Was ist denn das hier? Schneeglöckchen. Da kann ich draußen in die Kiste werfen. Schneeglöckchen muss ich jetzt nicht unbedingt in den Kühlschrank. Das ist ja Quatsch. Kann mal gucken, ob wir die Katze irgendwo finden. Meistens läuft sie abends immer hier auf der Farm rum. Was angelt man hier? Hier angelt man gar nichts. Oder doch? Ein Süßwasser-Stinky. Lass mich raten, noch so ein Süßwasserfisch? Ne, ein Goldfisch. Okay. Ist eigentlich ein Zierfisch. Ein Goldfisch kann man nicht wirklich essen. Schmeckt, glaube ich, nicht sehr gut. Ein Karpfen, okay.
Na, beißt noch jemand an hier oder nicht? Wir haben Zeit, wir haben alle Zeit der Welt. Lasst euch Zeit. Ein Karpfen, okay. Ne, eine Kartusche. Oder Karusche oder irgendwie sowas. Hey, Mitze! Du magst doch bestimmt Fisch. Wo ist sie hin? Halt mal stehen! Ich kann der Katze keinen Fisch geben, oder was? Das ist ja interessant. Nur einen Keks, oder wie? Snack geben. Ja. Ich kann der Katze eigentlich keinen Fisch geben, das ist ja lustig. Ich glaube, die Rüben, die da oben gewachsen sind, dann müssen sogar jetzt richtig gute Rüben sein. Schauen wir mal, was haben wir da für eine Qualität jetzt? Ah, die nähern uns schon, ne? Alle. Gut, ich brauche neuen Dünger und so.
Oh, ich brauche mal ein neues Hühnerfutter, wa? Diese Steuerung hier. Gott, das ist so kompliziert. Da muss ich mal kurz hier, weil ich brauche neues Hühnerfutter. Was haben wir heute? Ist Dienstag. Die sollte geöffnet haben, gut. Ne, Quatsch, hier, aber hier gibt es ja nur Tierfutter, ne? Hühnerfutter kriege ich ja bei der Tante da oben. Hühnerfutter gibt es ein Häuschen weiter. Okay, die hat auch geöffnet. Oh, was passiert denn hier? Hallöchen, Puppöchen. Hey, 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 ich wollte gerade gehen, also. Pass auf die auf, Schatz. Jupp. Hallöchen, Nobita. Wo wollte Hansen denn hin? Oh, da wollte nach den Hühnern sehen. Im Ernst? War. Okay. Klingt, als hätte er Probleme. Ach, schon wieder. Ist er okay? Ja, er hat nun einen Käfer gesehen. Aber die Arbeit ist jetzt vorbei. Er kann nicht kochen. Also muss ich ihm jeden Tag Essen bringen. Wow, das klingt echt übel. Ist es. Ich hoffe, er gewöhnt sich an Käfer, allein wegen der Arbeit. Ich frage mich, ob wir etwas tun können. Ich bin zurück. ja. Mal wieder einen ekligen Käfer gesehen, wa? Igitt, ja. willst du deine Käferangst nicht überwinden? Nun sicher, aber wie? Ich hab da eine Idee. Oho. Ekliger Käfer, niedliche Käfer. Gewöhn dich vielleicht erstmal an niedliche Käfer. Das könnte wirklich klappen. Niedlich, wa? Ich möchte Marienkäfer schon immer, weißt du? Marienkäfer habe ich noch nie einen gesehen. Sicher. Okay, dann suche ich einen Marienkäfer. Mit 7 Punkten. Wenn ich das hinkriege, okay. Kannst du dich an Marienkäfer gewöhnen? Geht es mit allen Käfern? Warte. Möge die Käferjagd beginnen. Hey, hallo, ich wollte Futter kaufen. Renn da in die gute Stube. Warum ist sie denn jetzt weg? Ey, ihr wollt mich jetzt verarschen, wollt ihr nicht? Sonntag, Montag? Was haben wir denn heute? Dienstag, ne?
Warum kaufe ich immer ein, wenn die Hütten zu haben? Hey, jedes Mal. Immer wenn ich was kaufen will, haben die zu. Ey, das ist doch echt ein Fluch hier. Jedes Mal, wenn ich mal was kaufen will, haben die Buden zu. Es ist so deprimierend. Oh Kacke, was will sie denn jetzt haben? Kupfererz. Ja, Kupfererz kann ich hier geben. Ah ja, genau, Keks. Ich muss noch Mehl kaufen für die Kekse. Ja, da macht er erst um 12 Uhr, da brauche ich gar nicht reingehen. Aber ich kann mal kurz Kupfererz besorgen. Kupfer, Kupfer, Kupfererz, Kupfererz. Hallo Koppa. Oh, du bist mein Retter. Danke dir. Tausend Dank. Was gab's denn dafür eigentlich? So, jetzt muss ich nur noch ein Ding jetzt besorgen. Ein Keks. Eine Kugelfischschuppe. Hört sich ja schon fast lecker an, aber auch nur fast. Ja, das ist schön. So, Digga. Ich brauche ein bisschen was. Mehl brauchen wir. Boah, ist aber teuer, ey. Öl dürfte ich noch haben. Der Typ, der macht mich arm, ne? Der kostet so viel Knete, der Bengel. So, dann backen wir mal einen Keks. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie genau. Ich glaube einfach nur Mehl und Öl, ne? Schauen wir mal. So, wir brauchen Mehl. Wir brauchen Öl. Und Ofen. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Das war wohl nichts, okay. Da muss ich noch mal kurz gucken. Ein Keksrezept. Wir wollen haben Cookies. Cookies, Cookies, wir wollen Cookies. In dem Minimum. So, zack, zack. Cookies. Ach verdammt, ich brauche Butter. Mehl und Butter. Mach mal Kekse. Da muss ich nochmal zurück. Ich muss Butter besorgen. Konnte ich ja nicht Butter kaufen im Restaurant? Ich glaube nicht, oder?
Kann ich mich gerade nicht dran erinnern, dass ich da Butter kriege? Nö. Das heißt, ich muss Butter wahrscheinlich selber zubereiten aus Mehl und Mehl aus Milch und Öl. Ah, Butter, ah, Milch, 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 immer nur Milch, okay. Ja, warte mal, welches Küchengerät wollte ich denn dafür? Schneebesen? Ja, das ergibt Sinn. Ja, das ergibt Sinn. Warum habe ich jetzt hier kein Butterrezept drin? Das ist interessant. Naja, brauchen wir auch nicht wirklich ein Rezept für, ne? Dann kann ich auch noch mal eben hier die anderen 2 Liter Milch auch noch mal rausholen. Kann man hier keine Menge auswählen? Das ist ja echt beknackt irgendwo. So, den Keks können wir abliefern, das können wir verkaufen, den Scheiß. Das ist ja ordentlich schief gelaufen. Mehl packen wir jetzt auch erstmal in den Kühlschrank, obwohl das Quatsch ist, aber egal. So. Muss ich dann nur noch mal gucken, wer den Keks haben wollte. Ich glaube, das war die Rambi, ne? Genau, Kupfer kann ich auch noch mal hier wieder reinwerfen kurz. So. So, wer wollte den Keks haben? Das war Gemma. Okay, wo ist sie denn?
Okay.